Es könnte alles so schön sein, wenn, ja, wenn Menschen nicht so wären, wie sie leider sind. Speziell männliche Menschen. Die sind oft die schlimmsten. Klar ist das auch scheiße, wenn halt ein Couple dann jemand anderen wählt, aber wenn du den halt besser findest, ist es halt so. Weißt du dann doch lieber früh? Als wenn ihm dann Woche 3 auffällt? Ja, so, oh, ich fand die doch eigentlich doch ganz klasse, aber ich habe mich nicht mit ihr unterhalten. Für einen selber scheiße, weil du dann ja dich auf jemanden einlässt, obwohl der sich halt einfach keine Gedanken gemacht hat früh genug, ne? Und auf so einen Typen habe ich gar keinen Bock. Und das sind dann auch die, die selbst wenn es dann soweit ist, man verliebt sich, die sind danach weg, weil sie dann denken, die sind die geilsten Hengste, die rumrennen, die sind danach dann eh weg. Safe. Die Jungs haben Spaß. Fehler. Spannend? Wenn ihr eine Frage habt, dann kommt ihr hin und fragt, aber lauscht doch nicht. Ihr lauscht doch gerade bei uns. Ha? Hey, wir drehen uns um und ihr guckt alle her. Oh weh, jetzt spitzt sich die Krisenlage zu. Was war denn das gerade? Wenn man halt öfter auch schon mal hintergangen worden ist, dann denkt man auch schneller, dass man wieder hintergangen werden könnte. Wir haben wirklich nicht gelauscht. Wir haben wirklich nicht gelauscht. Wir haben... Hey, wir haben die ganze Zeit nur uns den Arsch abgelacht, weil wir uns Witze erzählt haben. Was auch immer Melina hören wollte, es war nicht das, was Luca gerade gesagt hat. Da ist jetzt wohl Beziehungsarbeit fällig. Was ist denn ihr Problem? Ich check's echt nicht. Ich versteh's nicht. Also echt nicht. Soll ich da jetzt hinterherlaufen oder was? Nee. Bin ich ihr Hund? Wenn ich ihr das Zeichen gebe, dass mir das wichtig ist, möchte ich halt auch irgendwann was zurückbekommen. Und wenn das nicht kommt, dann denkt man sich, okay, warum soll ich da hinterher rennen, ne? Ich kann das nur aus der allgemeinen Sicht erklären, dass wir halt das ein bisschen komisch fanden, dass als die erste Granate Aurelia kam, dass alle direkt so, nee, ich hab mein Couple, nee, ich hab mein Couple, ich bin happy mit meinem Couple und so. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja schön auf der einen Seite, aber zu dem Zeitpunkt kanntet ihr uns halt erstmal ein paar Stunden. Und für uns kam das halt dann so rüber, dass ihr euch einfach nur safen wollt. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn, wenn eine Aurelia reinkommt und das nicht mein Typ ist. Und ich will dich kennen, dann warum darf ich das dann aber nicht äußern? Andererseits, glaub mir, wenn wir das nicht so machen würden, wären wir safer. Ja, gell? Dann hätten wir viel mehr Optionen. Wenn ich also, mit dir gekappelt wäre. Ihr versteht das, glaube ich, falsch. Wir machen das nur, um euch ein gutes Gefühl zu geben. Ja, aber was ist denn, wenn du jetzt merkst, so nach einer Woche, die ist es nicht? Also, ja, aber dann habe ich es wenigstens versucht. Ja, eben. Warum soll ich dann auch, wenn Melina in dem Fall meine erste Wahl ist, mich überhaupt noch mit einer zweiten oder dritten Wahl irgendwie zufrieden geben? Gutes Argument. Vielleicht sollte er ihr das einfach mal sagen. Ist aber nur so eine Idee. Vielleicht merkt sie es ja eines Tages selber. Ja, ich weiß nicht, irgendwie war der Tag heute auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich weiß, also ich verstehe mich gerade nicht, selber nicht so ganz. Ich bin ziemlich gereizt. Irgendwie stehen wir Männer die ganze Zeit ins Blumen da. Egal, ob wir versuchen, lieb zu sein und sagen, ja, wir sind safe, ist falsch. Wenn wir es nicht machen würden, wäre es auch falsch. Können wir auch noch mal reden? Gerade ist es so, wenn ich in meinem Mut irgendwas rede, ist das nicht so eine gute Idee. Also ich rede auch mit ihm darüber, also das auf jeden Fall, aber da muss ich erst mal kurz so ein bisschen runterfahren.